Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und ich habe gerade was rausgefunden bzw. etwas entdeckt, was schon ziemlich krass und ziemlich verwunderlich ist und da wollte ich einfach auch mal eure Meinung dazu dann in den Kommentaren lesen und ja, ich würde sagen, ich beginne einfach mal direkt und zwar habe ich mir gerade die Icon Edition bestellt über den PlayStation Store und dann habe ich mir das hier eben runtergeladen bzw. es lädt gerade runter und das ist jetzt das Interessante, was hier gerade aufgeploppt ist. Aktuelles Spiel zockt gerade FIFA Gaming YouTube 96. Ich habe seinen Account noch, beziehungsweise ich bin noch mit ihm befreundet über PS. Und da sehen wir eben, dass er auf der PlayStation FIFA spielt gerade. Er spielt gerade FIFA. Er ist gerade in der Zentrale. Vorher, vor 5 Minuten circa, war er in The Journey drinnen. Also er kann anscheinend schon hier zocken. So, woran liegt das? Ist er gerade auf irgendeinem Event, wo er eben auf der PS4 zocken kann? Oder wie machen die das? Aber ich finde es halt sehr, sehr interessant einfach nur, dass der jetzt da gerade mit seinem normalen privaten Account eingeloggt ist. Also ich denke mal, dass der bei irgendeinem Event gerade ist, aber ansonsten kannst du das Spiel ja nicht spielen. Und was ganz, ganz interessant ist, das ist nicht mal die Icon Edition oder die Ronaldo Edition, wo du es 3 Tage früher spielen kannst, sondern das ist die ganz normale Standard Edition, wenn wir das jetzt hier sehen. Und da spielt er das gerade eben. Also er spielt gerade die Standard Edition auf der PS4. Und es gibt auf der PS4 kein Early Access oder Origin Access. Auf der PS4 muss eigentlich jeder Spieler warten bis zum 26.09., bis er dann wirklich das volle Spiel spielen kann. Aber FIFA Gaming anscheinend nicht. Till kann das früher spielen. Woran liegt es eben? Schreibt es mir in die Kommentare. Glaubt ihr, ist er auf einem Event oder hat er irgendwie einen besonderen Account oder ist es einfach ein Fehler vielleicht von EA bzw. von PlayStation, dass da irgendwie der Account, keine Ahnung, zugelassen wurde, sage ich mal, aber ich dachte halt einfach, dass man auf der PS4 wirklich gar nicht spielen kann und dass diese ganzen Events einfach dann auf der Xbox stattfinden, aber ja, schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare, ich finde es sehr interessant, eigentlich könnte man es erst ab dem 26. spielen, aber Till spielt das hier schon am 24.09., interessant, ja, weiß nicht genau warum, aber ja, ich bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren, wir hören uns beim nächsten Mal, vergesst nicht Leute, habt immer High Hopes und ciao. Alter, what the fuck, was war das für ein Ciao? Ich wollte gerade, also ich hatte, ihr kennt es sicher, wenn ihr schlucken müsst, einfach wenn ihr lange redet. Und genau in dem Moment hatte ich das, genau als ich Ciao sagte. Deswegen hat sich das so behindert angehört. Leute, wir hören uns beim nächsten Mal und ciao.